تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراة. Welcome once again to the post-match press conference. If you would like to ask a question, please raise your hands and wait until we give you the microphone. I would like to welcome Coach Marcel Kohler, Coach of Al Ahly. Coach, your opening remarks, please. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen. أعتقد إحنا شفنا ماتش صعب جدا. Mit einem guten Start von unserem Gegner. المنافس بتاعنا دخل في الماتش كويس وبدا الماتش احسن und wir hatten am Anfang ein bisschen oder sagen wir die erste Viertelstunde 20 Minuten ein bisschen Mühe ins Spiel zu kommen وكان عندنا عناء شويه في ان احنا ندخل في الماتش تاني اول ربع ساعه ثلث ساعه تعبنا لغايه ما بدانا نخش في المباراه und danach ging es aber immer besser وبعد كده بقينا نتحسن بالتدريج haben das Spiel sicher auch bestimmt dann größtenteils لغايه ما قدرنا ان احنا نسيطر على المباراه تقريبا بشكل كامل سيطره كامله eine oder andere Chance nach vorne zum Glück machen wir dann das 1-0 dann noch vor der Pause وبعدين بدانا نخلق فرص ونضيع فرص وبعد كده الحمد لله ان احنا قدرنا نجيب جون قبل نهايه الشوط الاول und ich glaube dann in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel machen dann auch noch das zweite Tor und haben sicher auch noch die eine oder andere gute Möglichkeit, wo wir hätten ein Tor erzielen können. الشوط الثاني كنا مسيطرين أكتر بكتير، كان شكلنا أحسن وكنا ضاغطين وقدرنا إن إحنا نضيع فرص كتير، جبنا جون الثاني وكان عندنا فرصة إن إحنا نجيب هدف أكتر. Also wir sind froh, dass wir zwei Tore erzielt haben, keins bekommen haben. إحنا مبسوطين جدا إن إحنا جبنا جونين وما استقبلناش أي أهداف. Wir wissen aber auch, dass das Rückspiel dann auch nochmals eine Herausforderung wird und dass das oder die zwei Spiele, dass das noch nicht entschieden ist, dass wir natürlich auch hochkonzentriert dann nach Marokko fliegen müssen. بس إحنا عارفين إن الماتش التاني هيبقى ماتش هيبقى تحدي صعب جدا فماتش تقيل جدا. لازم نفضل في قمة تركيزنا الأمور ما انتهتش خالص احنا لعبنا شوط ورايحين نلعب في المغرب شوط تاني ولازم نكون مستعدين كويس جدا عشان اللي مستقبلنا هناك قبل ما نكمل بالأسئلة من فضلكم السادة الزملاء المصورين الصحفيين نوقف التصوير شكرا جزيلا كان فوتوس معنا تفضل مستقبلنا نتيجة كويسة طبعا جوتس عايز اسال حضرتك عن مستوى عمرو السولية في النهاردة خصوصا في الشوط الاول في الدقيقة 25 حصل مشادة بينه وبين خط الدفاع اللي هو جعش يرتد معاهم حمدي فتحي اللي نزل مكانه سجل وعمل الحركة اللي حضرتك بتعتمد عليها دايما اللاعب الثالث اللي بيسقط في ال 18 ليه حضرتك فضلت السولية في مستوياته المؤخرة على حمدي فتحي النهاردة؟ Was sagen Sie über die Leistung von Solaya heute? Besonders, dass er hat auch dann in der 25. Minute eine Art Auseinandersetzung auf dem Platz mit seinen Abwehrspielern, weil er nicht zurückgelaufen ist und hinten, also vorne geblieben. Warum haben dann kam Hamdi Fatihi rein? Er hat das Spiel gemacht dann oder den Ball gespielt, den sie immer machen, dann hinter der Abwehr, hat sehr gut gemacht und Tor geschossen. Warum haben Sie von Anfang an nicht mit Hamdi begonnen und warum haben Sie Solaya für Solaya entschieden, obwohl er nicht so gute Leistungen in letzter Zeit zeigt? Ja, da bin ich nicht der gleichen Meinung. Also hat Solaya und Hamdi haben auch schon zusammengespielt. Es war so, dass Hamdi jetzt beim letzten Spiel in der Meisterschaft oder da gesundheitlich angeschlagen war, dass er krank war, dass er zwei, drei Tage nicht voll trainieren konnte. Und Solaya, Dieng und Marman, die haben gespielt. Jetzt sind im Rhythmus und das war rein jetzt wegen dem Rhythmus oder durch das, dass er eben krank war, dass er nicht gespielt hat. بختلف مع حضرتك بخصوص موضوع مستوى السولية، السولية شايف ان هو بيقدم مباريات كبيرة بيلعب ماتشات كويسة جدا، هو وحمدي والسولية لعبوا الفترة الأخرانية لعبوا ساعات كمان مع بعض هما الاثنين في الملعب، بالنسبة لحمدي حمدي ما قدرش يلعب ماتشات الدوري الأخيرة لأنه كان عيان جدا كان عنده دور برد قوي وما كانش قادر ان هو يلعب فكان خارج من رتم الماتشات ولسه راجع لنا قريب ف المجرد ان هو عشان مش واخد رتم الماتشات بسبب ان هو لسه راجع من دور البرد فعشان كده ما نزلش النهارده لكن هو ده كان السبب الوحيد ان حمدي ما قدرش يبدا يعني. اتفضل. Gratulieren Sie dafür den Sieg heute. Der Ahly hat beinahe dann sein Ziel erreicht, dann dass er zwei Tore geschossen hat. Ich habe eine Frage dann über den Auswechsel von Hussein.
هل ده هو كان بيتحمل على نفسه او كان مصاب ولا حضرتك بتديله تعليمات ان هو ما يطلعش قدام خالص؟ Die erste Frage dann eben den Auswechsel dann von Khaled anstatt von Shahad. Der spielt nicht in seine Position, Khaled anstatt von Hussein. Dass er nicht in seine Position gespielt hat, warum dieser Auswechsel? Und das, die zweite Frage über Haini, war er fit oder waren Ihre Anweisungen, dass er nicht oft nach vorne marschiert? Also Khaled, wenn er unsere Spiele verfolgt hat, hat er vielleicht gesehen, dass wir beim letzten Spiel hat er auf der linken Seite gespielt, linke Verteidigung. Hat er noch متابع ماتشات اللي احنا بنلعبها الفتره الاخرانيه بتشوف ماتشات الاهلي فحضرتك عارف ان احنا الماتش اللي فات خالد لعب باك ليفت طول الماتش. Und Shahad hat viel gemacht nach vorne in der ersten Halbzeit schon in der zweiten und ich wollte einfach da noch sicher gehen und da die Seite zumachen, ne? Darum hat er das Spiel. حسين بذل مجهود كبير جدا في الماتش النهارده مجهود غير عادي خارق فبدا ان انا احس ان هو يعني بدا يتعب شويه وفي نفس الوقت انا كنت عايز العب على التامين واقفل واقفل المنطقه دي خالص الناحيه دي كنت عايز اقفلها فنزلت خالد. Und muss dann einer immer in der Position spielen, wo er immer spielt? Das ist meine Frage an ihn. سؤالي هل لازم دايما اللي يلعب ينزل اللي يكون هو طول عمره بيلعب في نفس المكان ده؟ ده سؤال. Oder nicht? لا ده مش. Und Haini ist sicher auch also viel gelaufen. Ist natürlich immer so, was der Gegner auch zulässt. Der Gegner hat sich sehr viel oder schnell zurückgezogen und dann ist natürlich schwierig, dass man Räume dahinter findet, aber er hat auch ein gutes Spiel gemacht da nach vorne, hat mit Percy gut zusammengespielt. طبعا okay. لازم نبقى عارفين ان احنا ما بنلعبش نفسنا، يعني بيبقى في منافس بيقفل وبيمنع التقدم بتاع الباكات، فهو هاني بيطلع لما بيبقى قادر او لاقي المساحه ان هو يقدر يتقدم، لكن في المجمل انا شايف ان هاني عمل ماتش كويس جدا وكان بيطلع كتير على قد ان احنا بنلعب فرقه كبيره وقدر ان هو يلعب مع بيرسي كويس ناحيه اليمين وقدر ان هو يطلعه كذا مره على قدر ان المنافس بيسمح بيه من ثغرات. اتفضل. Gratuliere dann für den Sieg heute. Ich gratuliere Sie dann auch dann für die Auswechsel und wie Sie das Spiel auch verwaltet haben. Sie haben gestern schon gesagt, dass dieses Spiel ist von zwei Halbzeiten. Das erste in Kairo, das zweite in Casablanca. بتمثل مستر كولر يعني ايه بالظبط وفي نفس الوقت فرص صعود النادي الاهلي بعد نتيجه اللقاء ده. Was sagt das dann für Sie, dass Sie die erste Halbzeit 2-0 gewonnen haben jetzt und keine Tore bekommen haben? Ist das dann, was zeigt das dann Ihre Chancen dann zum Qualifizieren oder ist es dann einfacher geworden jetzt? Nein, ist sicher nicht einfacher geworden. Aber es ist natürlich so, wenn du das erste Spiel gewinnst, kein Tor bekommst und hier zählen ja noch die Auswärtstore, also ist das natürlich ein Vorteil, aber wir dürfen uns nicht jetzt das Gefühl haben, wir seien schon durch und es wird nichts mehr passieren, also wir müssen okay, das Spiel uns freuen, kurz und dann wieder abhaken und dann wieder bei 0-0 beginnen. Das wird das Entscheidende sein. Ne? Nicht, dass wir denken, ja, wir haben noch zwei Tore Vorsprung, wir können da locker hingehen, locker spielen. Das wird nicht der Fall sein. Also wir brauchen auch wieder eine sehr konzentrierte, hochstehende Leistung. لا الموضوع مش هيبقى اسهل خالص، النتيجه مش سهلتش اي حاجه، هي 2-0 طبعا واحنا ما تلقيناش اهداف بتديني ميزه او افضليه نسبيه. لكن على ارض الواقع ومن معرفتنا بالكوره لا الامور هناك هتبقى صعبه ولازم ان احنا نبقى في قمه تركيزنا لو تصورنا ان احنا رايحين ان احنا خلاص تاهلنا او الامور بقت اسهل الامور هتبقى هناك علينا صعبه جدا احنا هنروح النهارده هننبسط شويه ان احنا بالنتيجه بكره خلاص الموضوع هنقفل صفحه وكأن ما فيش حاجه حصلت وبالنسبه لي اكننا رايحين نلعب في المغرب والنتيجه 0-0 ولازم هروح والعقليه ان احنا رايحين 0-0 وان احنا نبذل كل طاقتنا وكل تركيزنا في ماتش المغرب لان هو هيبقى بالنسبه لي هو ده الماتش الاهم. اخر سؤال اتفضل. Letzte Frage. Ihre Meinung dann zum über den Schiri und glauben Sie, er hat dann das Ergebnis dann vom Spiel beeinflusst? Nein, also ich glaube, er hat kein, oder alle drei oder die vier, ich glaube, sie haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ich habe jetzt vielleicht auch nicht die Szene gesehen war, wo der Verteidiger ausrutscht und den Ball eventuell mit den Händen berührt. Ich habe das noch nicht gesehen, ich kann das nicht beurteilen.
Aber nein, ich glaube nicht. Also im Großen und Ganzen, es gibt ja immer mal Situationen, wo man darüber diskutieren kann, aber so, ich glaube, das war okay. لا اعتقد يعني ما اقدرش اقول ان هو اثر على نتيجه المباراه الاربع حكام كانوا كويسين يعني معقول فيش غير كره واحده اللي ممكن واحد يبص عليها تاني بس انا لازم اشوفها بقى مروح اللي هي الكره اللي اتزحلق فيها المدافع وجابها بايده انها هل هي ضربه جزاء ولا لا لكن دي حاجه بقى اشوفها يعني في البيت كده بالراحه لكن في المجمل ممكن يكون في بعض القرارات نقعد نتكلم فيها هنا او هنا حاجات بسيطه لكن ان هو يغير نتيجه المباراه لا ما حصلش وشايف ان الامور يعني عادي في الاوكي Coach Marcel Kohler, Head Coach of Al Ahly. Thank you so much. Thank you, Doctor. Thank you.